Halli, hallo, Hallöchen, ihr Lieben, wir sind wieder da. Ich hatte ja versprochen, mich ein bisschen schlau zu machen. Ich gehe einfach hier runter. Ich hatte mich versprochen, ein bisschen schlau zu machen und ein bisschen zu googeln, was unseren Waffenkammerschlüssel angeht. Das habe ich natürlich, pflichtbewusst, wie ich nun mal bin, habe ich das natürlich gemacht. Außerdem will ich ja auch weiterkommen. Ja, und des Rätsels Lösung war relativ einfach im Spiel, aber für meine Verhältnisse unmöglich beschrieben. Denn, ich meine, da geht's nicht weiter. Also vielleicht ist das die Waffenkammer, keine Ahnung. Denn wir haben ein kleines Problem gehabt. Wir haben ja, hier, genau. Wir sind ja hier runtergeflitzt und haben festgestellt, für diese Tür brauchen wir den Waffenkammerschlüssel. Deshalb dachte ich, da ist die Waffenkammer und die Wache, die hier runter patrouilliert auf der alten Treppe. Ach, shitte. Ne? Die olle Wache, die mich da jetzt gerade ertappt hat. Deshalb dachten wir natürlich, das wäre die Wache von der Waffenkammer. So, ne? Die beiden, die da gerade so fleißig hinter mir her sind. Nein! So. Die mal kurz außen vor lassen. Aber das ist scheinbar nicht die Waffenkammer. Ich fragt mich nicht warum. Da brauche ich den Waffenkammerschlüssel und es hieß. Die Wache, die vor der Waffenkammer auf der alten Treppe patrouilliert. Das ist nicht die Wache, die wir, ja, plündern wollten. Das fragt mich nicht, warum. Ich weiß es nicht. Keine Ahnung, ob das ein Übersetzungsfehler ist oder ein anderes Problem. Das ist nicht die, die wir brauchen. Warte mal, was bringen denn Eicheln? Ach ja, Eicheln brachten irgendwie gar nichts. Da steht immer ein Fragezeichen, ne? 8 HP, 16 HP, 8 HP. Ja, warte mal, von dem Zeug haben wir so viel, da essen wir das und das. So. Okay, dann hier einmal wieder raus. Ja, das ist nicht die Wache. Also das ist nicht die Waffenkammerwache. Ich muss jetzt noch mal gerade gucken. Ich muss mich ein bisschen umorientieren. Ich muss auf die andere Seite. Das ist nicht. Oh, hier ist es duster. Ich hoffe, es stört euch gerade nicht, wenn ich hier kurz durchlaufe. Das ist nicht die Wache von der Waffenkammer. Beide nicht. Die hier nicht, die auf der anderen Seite nicht. Weil das ist alles nicht die Waffenkammer. Ob wir es glauben oder nicht, das ist alles nicht die Waffenkammer. Oh, ich muss mal gerade hier. Upp, dupp, 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 dupp. Achso, nee, hier ging kein anderer Weg raus. So, der ist aber weg. Ich muss mal gerade mich wieder ein bisschen reorientieren. So. Und zwar, alle, hopp. Na, bleib geduckt. Das ist, wie gesagt, weder ist es die Waffenkammer noch die Waffenkammer Wache. Es gibt hier hinten noch eine Tür, die ich bisher übersehen hatte. Hier kann man auch hoch. Okay. Und jetzt sind wir hier nämlich in einem neuen Bereich. Keine Sorge, das ist es auch noch nicht, aber ich kann ja mal gucken. Okay, Kerzen haben wir. Dann, so. Einmal gerade. Nein, nein, nicht schlafen. Ich möchte da. Sorry. So, ich werde auch die Kerze hält nicht mehr so lange, wie ihr da oben seht. Ich werde die gerade abbrennen lassen, da hier ja Vorrat ist und mir eine neue mitnehmen.
Hier geht's wohl zur Waffenkammer oder zu der alten Treppe, die die meinten auf jeden Fall. Das ist, ja. So, und vier. Wegpacken. Neue Kerze mitnehmen. Hier geht's lang. Hier sind wir in einem ganz. Der Wartturm. Hier sind wir in einem ganz anderen Gebiet. Das kannten wir noch gar nicht. Fand ich auch ein bisschen schade. Ich gucke mich hier auch deshalb noch ein bisschen um. Ne? Nicht, dass wir hier noch irgendwas übersehen. Schon passiert, oder? Nee, ich dachte, hier wird noch eine Rose dranhängen. Nein, tut sie nicht. Alles klärchen. Okay, dann müssen wir hier nämlich weiter. Dann kommen wir hier in ein Waldstück. Ja, wer hätte es gedacht? Wir als kleine süße Gefängnismaus. Zack. Na, gucke mal. Wir können hier nämlich Pilze sammeln und uns im Wald vergnügen. Und ja, das ist der Bereich, wo wir eigentlich hin müssen. Hä? Oh, warte. Oh, hier war eine Falle. Oh, da, ich sollte durch den Wald vielleicht mit Kerzen gehen. Die habe ich ja überhaupt nicht gesehen, die Falle. Verdammte Axt. Okay, wartet. Wir knabbern mal gerade was für den Weg. Na, nehmen wir ein Brot. So. Hier haben wir auch reichlich von den Pilzen. Und hier ist eine Wache, das hatte ich nicht gewusst. Upsi. Upsi. Warte mal. Wir haben jetzt ein kleines Problem. Okay, einfach mal umgangen, das geht auch. Und dann können wir hier nämlich weitergehen. Ich muss mich leider ein kleines bisschen spoilern. Aber das ist nicht ganz so schlimm, denke ich mal. Und dann müssen wir nämlich hier lang gehen. Und dann ist hier noch eine Tür. Und hier ist noch eine alte Treppe. Ich mache hier mal. Nee, nee, lieber auf. So. Und hier, da läuft nämlich noch eine Wache. Wir bleiben hier ein bisschen in Deckung. Und das ist die alte Treppe von der Waffenkammer. Das ist, wenn ich mal überlege, hier Karte. Ich glaube, wir haben von diesem Bereich noch gar keine Karte. Wartet. Nein, jetzt laufen die weg! Aua! Och Mann! Natürlich klappt das nicht. Och, leck mich doch. Ah, ich habe zu lange gewartet. Natürlich macht er die Tür auf. Aua. 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 Ach, shitte. Verlass deinen Posten nicht zu weit. Geh weg. Oh, jetzt ist aber. Jetzt aber gut hier. Und ich habe hier nirgendwo ein Versteck. Das ist ein bisschen nervig. Und es ist gerade ein bisschen dunkel auch. Okay, das reicht so. Okay, das reicht so. Alles klar. Oh, wir müssen. Shitte. Jetzt müssen wir doch wieder so viel essen. Warte mal, wir haben noch einen von den 24er Käfern. Und einen 16er. So. Alles klar. Num num Käfer gegessen. Lecker. So. Jetzt muss ich mal ein bisschen gucken. Der steht da. Den lassen wir da stehen. Beeren nehmen wir mit. Oh, guck mal, wie schön. Es wird wieder hell. So, dann kann ich hier bestimmt. Ja, Pilze kann ich gleich sammeln. Ich muss ja sowieso nochmal zurück. Da, und der dackelt da nämlich eigentlich runter und wieder hoch. Und das ist die alte Treppe zur Waffenkammer. Schrägstrich die
Waffenkammerwache. Keine Ahnung warum. Ich habe keine Ahnung warum. Da ist ein Flaschenzug. Was ist denn hier? Ich sehe nicht so viel. Das ist aber alles eingestürzt. Hier, das bringt uns nichts. Stöcke, habe ich genug? Alles gut. So, wir müssen nochmal gerade warten, bis die Wache wieder hier hochkommt. Die scheint eine sehr lange Route zu haben. Das dauert ein bisschen. Da kommt er. Alles Klärchen. So, dann muss ich jetzt kurz warten. Eigentlich, was ich nämlich wollte. Kurz auf die Karte gucken. Da, wir sind nämlich weit, weit weg von der Waffenkammer. Weit weg von der... Das ist überhaupt nicht auf der Karte drauf. Das ist halt ein bisschen verwirrend, ein bisschen gemein gemacht. Man denkt, die Waffenkammer ist da unten am Ende der Treppe. Nein, Waffenkammer versteckt am anderen Ende des Waldes. Und er hat den Waffenkammerschlüssel. Hoppala, so. Er hatte den Waffenkammerschlüssel. Dass wir da von einer ganz anderen Seite ran müssen, hier durch den Wald durch, ich wäre im Leben nicht drauf gekommen. Ich hätte vielleicht, den Waffenkammerschlüssel ignorieren sollen und mich einfach weiter umsehen. Dann hätte es vielleicht geklappt, aber so auf diese Art und Weise nicht. Hier haben wir nämlich einiges an Pilzen, was wir überall sammeln können. Jetzt wird es auch hell im Wald, dann sehen wir die Pilze auch. Oh, oh. Du darfst mich nicht sehen. Das geht so, okay. Ah, ja, und dann müssen wir einmal zurück. Was ist denn hier? Kleine Truhe. Obelisk-Truhenschlüssel. Okay, keine Ahnung, was das ist und wo das ist. Schon wieder ein Schlüssel. Ach, oh, voll schön. Ich liebe es. Es ist so süß, so niedlich, das Spiel. So süß, so niedlich und hat dabei auch noch so eine hübsche Grafik. Hep! Oh. Es ist wunderschön. Es ist wunderschön. Könnt ihr sagen, was ihr wollt. Das ist einfach super, super süß. Super schön. Gefällt mir voll gut. Hoppala. Oh nein, ich bin hingefallen. So. Und dann können wir jetzt hier nämlich runter. Und dann haben wir den Waffenkammerschlüssel. Aber wer hätte das bitte gedacht? Das ist ja... Na, geh weg. Geh da weg. Für mich, weißt du, da unten wird angezeigt, du brauchst einen Waffenkammerschlüssel. Die Wache, die an der alten Treppe patrouilliert zur Waffenkammer, ist für mich er. So, sorry. Das, ja... Aber nein, scheinbar hat die Waffenkammer einen anderen Eingang noch. Oh oh. Feldkiste. Beinschienen einer Wache. Sehr gut. Und jetzt brauchen wir noch einen Schaller. Wo auch immer der ist. Der Schrank ist leer, da kann ich mich aber immerhin verstecken. Flaschen können wir auch wieder neue aufnehmen. So. Pack mal weg. Ich gucke mich hier jetzt mal gerade so ein bisschen um. Kerze brauchen wir nicht. Florin, jawohl. Warnung. Warnung. Brisanz ist eine extrem flüchtige Substanz. Nicht berühren oder schütteln. Niemals allein transportieren. Lunte mit Kerze oder Feuereisen entfachen. Mit Vorsicht verwenden. Alle Fragen zu Brisanz müssen an den Schmied in der Schmiede gerichtet werden. Okay, kann ich das? Waffenkammer-Lagerschlüssel brauche ich dafür. Na toll. Okay, Getreide nehme ich wieder mit. Die Tür haben wir hier. Flaschen habe ich jetzt alle. Was haben wir hier noch? Ja, ein bisschen Fusel. Da ist noch Getreide. Die Kiste ist offen. Okidoki. So, dann können wir mal gucken. Das ist auch Waffenkammer-Schlüssel. Darf ich mal raten? Das ist... Ja, das ist alles klar. Das hier ist der
eigentliche Eingang zur Waffenkammer. Das kann doch keiner ahnen. Das kann doch keiner ahnen. Es tut mir so leid. Wir haben so viel Zeit verschwendet. So, hier unten ist sonst nämlich nichts. Flaschenzug haben wir hier noch. Und halt die Wache, die hier hoch patrouilliert. Und wenn wir jetzt mal gucken. Das ist bestimmt der Gang. Okay. Möchte ich oben rumgehen? Wartet, wartet, wartet. So. Dann können wir hier nochmal gerade gucken. Nein, nix. Okay, dann gehen wir an ihm vorbei. So. Hier war sonst kein Durchgang mehr. Und hier ist noch was. Und dann sind wir nämlich da oben, wo wir gerade waren. Und was haben wir hier noch Schönes? Oh, hier ist noch ein versteckter Gang. Ein bisschen dunkel, aber... Ah, Türhebel. Hier kommen wir in den Garten. Ja, guckt mal an. Hier kommen wir in den Garten. So, von hinten geöffnet. Gartenzugang frei. Der ist schon wieder wach, das ist aber nicht schlimm. Dann können wir hier nämlich hoch. So, und hier könnte man dann Flaschenzug. Den kann ich dann vielleicht nach unten nehmen. Aber ich muss jetzt gerade mal hier raus. Das ist am Wartturm. Da drunter ist die Waffenkammer. Und das wird halt auf der Map überhaupt nicht angezeigt. Das ist, ja. Das haben sie auf gemeine Art und Weise gut versteckt. Oh, oh. Da ist noch eine Wache. Das möchte ich natürlich nicht riskieren, von der gesehen zu werden. Bis wohin geht der denn? Ah, der geht hier runter. Okay. Dann kann ich hier noch ein bisschen nach Pilzen gucken. Er ist weg. Okay. Oh, Pilz. Noch ein Pilz. Und hier ist schon wieder duster. Okay, hier kommen wir von da nicht durch. Was haben wir denn hier noch? Noch ein Pilz? Okay, hier kommt man also nur so lang. Da haben wir noch einen Pilz. Da, da, die, da, die, da, da, hopp. Ja, da ist schon wieder so eine böse Falle. Wartet mal. Ich wurde netterweise drauf aufmerksam gemacht. Ja, dass man so vielleicht die Fallen auslösen kann. Ich weiß nicht warum, ich habe überhaupt nicht dran gedacht. Man hat doch Stöcker. Das, ja. Also, liebe Christine, nochmal einen vielen, vielen lieben Dank. Oh, oh shit, oh nein, 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 nein. Was ist das denn? Na toll. Direkt in die nächste gelaufen. Alter, was ist denn hier los mit den Fallen? Was ist denn, was geht denn hier ab? Ich gehe mal vorsichtig. Ach, da oben. Kann ich die vielleicht auch da runterholen? Oh, 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 au, 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 au. Ah. Die kann ich da runterholen. Aber da brauche ich scheinbar etwas... Den nehmen wir mit. Da brauche ich scheinbar etwas mehr... Oh. Etwas mehr... Ah. Okay. Noch ein... Alter, was sind denn hier für Fallen? Das ist ja... Ah, Honig? Junge Königin? Ah, cool. Das hat sich ja richtig gelohnt. Nicht nur, um den Weg frei zu machen. Ja, schön. Da ist noch ein Pilz. Ja, okay. Das geht mit den Pilzen doch schneller, als ich dachte. Ich dachte, das sind so viele, die werden wir ewig suchen. Nein, im Wald wachsen gut Pilze. Alles prima. Eine Inschrift. Kan Lun. Keiner war je mutiger oder gar bescheidener. Ja, schön.
Kann ich hier noch irgendwas machen? Nee, ne? Schlüssel habe ich auch nicht. Hier ist noch ein Pilz. Okay. Da ist noch ein... Alter, was ist denn hier los? Na toll, ich habe keine Stöcker mehr. Obwohl wir im Wald sind, ne? Wir finden alles mögliche an Pilzen, aber wir finden keine Stöcker, keine Zweige. Das, ja, ein bisschen, naja. Ist aber nicht so schlimm. Aber jetzt können wir hier wenigstens, wie gesagt, weitersuchen und weitergucken. Das finde ich voll schön. Aber das war echt, also ich finde, es war ein bisschen doof gemacht. Ich wäre im Leben nicht, oh krass, oh, oh, Hilfe. Ach du Schande, nee. Okay. Ich wäre im Leben nicht darauf gekommen. Ganz woanders, von einer ganz anderen Seite hier irgendwie in den Wald zu gehen und da dann den Waffenkammerschlüssel zu suchen. Also der Fehler war definitiv, ich habe mich zu sehr auf den Schlüssel versteift. Hätte ich einfach ein bisschen mehr die Gegend erkundet, hätten wir den Waffenkammerschlüssel wahrscheinlich gefunden. Das war so aber echt nicht geplant. Aber uns fehlt immer noch ein Teil. Wie wir leider feststellen mussten, war... Bären. Wie wir leider feststellen mussten, war nur ein Teil in der Waffenkammer. Und wir brauchen noch zwei. Wir brauchen auch noch den Schaller. Das ist, glaube ich, der Gesichtsschutz. Der fehlt noch. Okay, ich hätte nie gedacht, dass ich hier so weit rumkomme. Da oben ist eine Wache. Ich gehe mal hier einmal unten rum. Hier ist noch so ein Turm. Okay. Au! Direkt hier hinter dem Stein, hinter dem Huppel nicht gesehen. Shitte. Okay, ich muss dringend wieder was essen. Ach, Mann, 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 Mann. Ja, wir haben... Ja, der Gesichtsschutz fehlt. Nahrung. So. Okay. Also noch geht's uns gut. Noch haben wir genug Nahrung. Aber man weiß ja nie, wann das endet. Komme ich hier von der anderen Seite irgendwie ran? Hopp. Ja, ist er. Die andere Seite war da, wo die andere Wache war, ne? Au! Ah! Das wusste ich noch nicht. Die Dornenbüsche tun ja wirklich weh. Die sind nicht nur dekorativ. Au. Mein armes Mäusefell. Okay, hopp. Die ist schon ausgelöst. Alles gut. Das ist der Bereich. Okay, dann... Oh, du kommst auch noch mit. Und du auch. Dann wollen wir mal gucken, wo es hier hochgeht. Wow. Eine große Tür. Da ist nichts drin. Na gut. Oh, eine Rose. Die nehmen wir noch mit. Ja, okay. An der Tür kann ich aber auch nichts machen. Da wird mir auch nichts angezeigt. Hopp. Nein, das ist mir zu hoch. Aber wisst ihr was? Wir haben den Waffenkammerschlüssel. Wir haben ein neues Teil. Wir haben einen neuen Bereich entdeckt, der voll schön ist. Es ist total hübsch hier. Wir sollten mal speichern. Und dann machen wir nämlich beim nächsten Mal weiter, ihr Lieben. Die Zeit ist schon wieder etwas unser Feind. Also, ich wünsche euch einen wunderschönen Tag, morgen oder Abend. Und beim nächsten Mal sehen wir uns genau hier wieder. Also, macht's gut. Ciao. Thank you.